Ja, hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zu einem, ja, ich weiß es nicht, ob es ein kleineres, neues Let's Play werden wird oder ob es umfangreicher ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Und zwar, das Spiel heißt Contradiction und der volle Name ist irgendwie Contradiction, The Old Video Murder, irgendwas hast du nicht gesehen. Wie es vielleicht schon erkennbar ist, Chief Clues and Replay Scenes und so weiter und so fort. Es ist ein Kriminalspiel mit realen Schauspielern. Ich bin echt gespannt. Jo, das Menü selber, es dürfte schon ein älteres Spiel sein. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Ich bin da halt auf Steam drüber gestolpert und wirkt eigentlich ganz interessant. Wir schauen mal, Watch Intro. My name is Jenks, Detective Inspector Frederick Jenks, and I've been assigned to a last-minute investigation into the death of Kate Vine, a PhD student found drowned at midnight last Friday in a lake in the woods on the outskirts of the tiny village of Edenton. I have until first thing tomorrow morning to decide whether her death was a simple accident or whether this was murder. Kate Vine appeared to the world to be a bright, confident, fun-loving PhD student with everything to live for. However, a history of depression and alcoholism revealed in her medical records suggests that in reality, she had become adept at hiding behind a mask. A lab report indicating a high level of alcohol in her blood, along with the late hour of her death and a lack of witnesses, makes a strong case that this was suicide. But the verdict overlooked some curious details. Why was her driving license found on the opposite side of the lake in which she drowned? Also, there were traces of morphine in Kate's system. Where did she get it? Kate was known to be a free spirit with a nihilistic love of danger, which may, in part, have something to do with a business course called Atlas, which Kate had joined and which she had been attending on the night of her death. Based in a large, stately home on the outskirts of the village, the exclusive Atlas is run by father and son team, Paul and Ryan Rand. Both were interviewed following Kate's death, but neither claimed to have seen Kate after the meeting, and both were understandably eager to distance themselves and Atlas from the tragedy. This isn't the first time that Atlas has been investigated. Atlas and their questionable methods, which many have suggested border on mind control. Ryan is married to Rebecca, landlady of Edenton's village pub, the George and Dragon. As yet, she hasn't been interviewed, though it's likely Kate visited the pub on more than one occasion. One of Kate's friends was Emma Bowman, who lives at Eden Lodge on the road leading out of Edenton village. Emma was also doing a PhD at the same university, but didn't attend Atlas. Interviewed after Kate's death, Emma seemed shocked and upset, insisting she hadn't seen Kate that night. However, it turned out her boyfriend had. Simon Thompson met Emma at university. After completing his degree around 18 months ago, he went to work at a shop in the neighboring village. He started at the Atlas course a few months ago. Simon insisted that he didn't see Kate after the meeting, but the sergeant interviewing him noted he seemed oddly unmoved by her death, which makes him the first person I want to see tonight. It's time for some answers. Alles klar, na das kann was werden. Ihr wisst ja, ich habe das Spiel Her Story ja geliebt, aber wer sich's bei mir angesehen hat, weiß auch, dass ich zu ziemlich komischen, seltsamen und auch falschen Schlüssen komme, irgendwie. Ich bin irgendwie kein geborener Kriminalist, aber es macht mir irre viel Spaß. Bin gespannt, ob wir den Unschuldigen festnehmen oder nicht, oder ob wir, keine Ahnung, ob es überhaupt ein Mord ist. Also kurz Zusammenfassung, Kate wurde tot aufgefunden. Zwei Möglichkeiten bestehen. Einerseits die Vermutung, ob es Suicide war. Wobei Suicide, glaube ich, jetzt in dem Begriff vielleicht noch viel weiter gedehnt ist. Also man hat in ihrem Blut bei der Untersuchung sehr viel Alkohol, aber auch Spuren von Morphin gefunden. Das kann natürlich sein, dass sich die volle Kante gegeben hat, sich weggeschossen hat und dann einfach verstorben ist aufgrund der Intoxination. Oder aber es kann sein, dass sie gestorben worden ist. Das wissen wir nicht genau. Ihre beste Freundin besteht darauf oder insistet, also ja, ich glaube, besteht darauf, dass sie Kate an dem Abend nicht gesehen hat, aber Simon, der Freund ihrer besten Freundin, hat sie sehr wohl gesehen. So, das Ganze ist noch spannender. Es gibt da diese, ich nenne es mal, ominöse Firma,
die Kurse nach dem PhD anbietet. Und ja, ich bin gespannt. Stürzen wir uns ins Spiel? Start geben. Ja, größer geht's nicht. So viel zum Thema meine Schlussfolgerungen und so weiter. Oh mein Gott. Na gut, lösen wir den Kriminalfall. My name is Jenks. Das überspringen Detective wir jetzt, das kennen wir schon. Frederick Jenks. Wusste ich nicht, dass das nochmal kommt. So, da hätten wir dann diese kleine beschauliche Ortschaft Eddington Village. Drück die Pfeiltaste zum Herumlaufen, wenn du irgendwas Interessantes siehst, bla. Alles klar. Inventory Icon to see your collected items, which include the both physical objects and information Jenks had collected. Inspector Jenks. If you are at a location where you think you can use a physical item, try to use the icon. Okay, so, mal. Wir können nach rechts zur North Lane gehen. Gleich direkt im Pub. Ja, hätte ich gute Lust dazu. Aber wir sind zum Arbeiten hier. Go left down West Street. So, was haben wir da? Kate's Driving License. Und das ist auch interessant. Ihr Führerschein wurde am anderen Ufer des Sees gefunden, in dem sie ertrunken ist. Also, kann jetzt natürlich sein, dass der durchs Wasser getrieben ist und einfach da drüben gestrandet ist, was ich eher unwahrscheinlich halte. Aber wie gesagt, wir müssen uns alle Möglichkeiten offen halten. Kann ich damit noch irgendwas tun? Kann ich nicht. Ach ja, das ist nämlich auch noch interessant. Found on the bank in a lake near Kate's body. Wobei das schneidet sich jetzt mit dem, was er im Intro gesagt hat. Da steht jetzt wieder near Kate's body. Aber with a piece of tape attached. Kann ich das Tape irgendwie? Click to try to using this. There's no use. Okay, alles klar. Okay, das ist die arme Kate Vine. Mehr haben wir nicht. So, da schätze ich mal, alles klar, da ist die Landkarte. Atlas, das ist eben diese ominöse, Privatschule, nenne ich es mal. Phonebox, Post Office, Paul, Rain and Rand. Abbey Farm, Rebecca's Pub. Eden Lodge, Simon and Emma. Und ich glaube, wir sollten zuerst mal zu Simon und Emma gehen. Ich weiß es noch nicht genau. Better do a spot of investigation around the Eden Lodge. Alles klar, okay. Müssen wir da? Da haben wir das Menü. So, na gut, wir gehen mal North Lane. Nette kleine englische, ja, kleines englisches Dorf. Können wir eigentlich über die direkt hingehen? Ja, können wir. Eden Lodge. Naja, dann gehen wir mal zu Eden Lodge. Okay, das untersucht er selber. Ich dachte, wir müssen da jetzt dann rumklicken. Looks like homebrew equipment. Ah, this might come in handy. Okay, jo. Ja, das Bike unlocked, also bei uns in der Ortschaft, wir mussten die damals, als ich jung war, die Fahrräder auch nicht wirklich absperren. Aber wir haben ganz interessant eine Box of Bottles gefunden, also mit leeren Flaschen und Homebrew-Equipment, also Heimbrauerei-Zeugs. Screwdriver. Naja, Unlocked Bicycle finde ich nicht so schlimm. Aber wir wissen ja, Kate war sehr alkoholisiert. Vielleicht hat das was damit zu tun. Wir gehen mal rein, wir klopfen mal. Is it Simon? Yeah. Detective Inspector Jenks. I'm investigating an incident in the village. Could I come in and ask you a few questions, please? Yeah. Eine Frage hätte ich noch. Aha, junger Mann. Sind wir nervös? We can just go through here if you want. Emma's working in the front room. Hi. This is Inspector James. Jenks. What's all this about? There was a death in the village. Kate Vine, I believe you both knew her. Yeah.
Do you need to speak to both of us? I'll just speak to Simon first, if that's okay. Just come through. Is it okay in here? Oh, this will be fine, yeah. Do you want anything? Water? No, I won't be long. Okay. Ihr first Interview. So, ich bin gespannt, wie das jetzt ablaufen wird. Ich hoffe nicht, dass wir uns selber Notizen machen müssen. Wir werden sehen. Pick an item. If you ask about, okay, irgendein Item auswählen, das wir, also über das wir Fragen stellen wollen. Jenks, ask about it. When you've heard the replay, you'll see a summary of what was said in the box at the bottom. Okay. Click any item you've already asked about, show the summary. Now you can start. Okay, unser erstes Verhör. fangen wir gleich doch mal direkt an. Naja, ich weiß nicht, vielleicht können wir den mal mit der Box of Old Bottles einwickeln. Cenk hasn't asked. Ask about this item. I noticed a lot of bottles outside. Are they yours? Yeah, I make homebrew. For yourself? Well, no, I give it out to my friends and stuff. I tried selling it at first, but I didn't have any takers. Except for James over at Farmhouse. I used to trade it to him for herbs and stuff. Do you see James for herbs and stuff? No, not really. Gut, also Simon beliefert hauptsächlich James mit seinem Alkohol. Behauptet er zumindest jetzt mal. Was ist das da? Contradiction will appear here and here. Kann man noch nichts machen. Naja, gut. Unlocked Bicycle. Wir fangen das Gespräch mal so unbefangen an. What is the bike outside? Oh, that's my cousin's. He lent me it. I need to buy a new lock for it, though. So it's your bike at the moment? Yeah, yeah. There's no bus service to speak of around here, so it's really the only way to get around. Okay, also dieses Bike gehört eigentlich nicht ihm, sondern das hat er sich von Simon ausgeborgt. Also Simon, von Simons Cousin ausgeborgt. Und das Bike ist die einzige Art und Weise, wie Simon in die Arbeit kommen kann. Und ich klingt jetzt mal... Huch! Was tue ich? Ich möchte ja niemanden vorzeitig verurteilen. Simon's Homebrew, die Old Bottles haben wir jetzt auch schon gefragt. Das müsste jetzt da unten aufscheinen. Ja, genau. Hätten wir auch schon Screwdriver. Wir sollten ihm jetzt nicht unbedingt auf das Teil ansprechen. Ich meine, genau genommen, wir sind Krimineser und haben dem Typen gerade den Screwdriver gestohlen. Ripley Answer. Klang überzeugend. Ich weiß nicht, ob wir uns auch auf die Körpersprache und die Mimik der Schauspieler konzentrieren müssen. Sie, seine Freundin, hat, wie sie bei der Tür rausgesehen hat, hat sie irgendwie so mit den Händen rumgespielt und so. Oh, worum geht's und so? Also die wirkte schon nervös. Emma. Da steht's ja, Emma. Da kommen wir zu Emma, kommen wir später noch. Naja, dann sprechen wir ihn mal drauf an. When was the last time you saw Kate Vine? Last Friday's meeting, I think. Did you see her after the meeting? No. How long have you known Kate? That would be when we started Atlas. 3 months ago. Did you socialize outside Atlas? No. How would you describe her? What sort of person was she? Well, she's talented. She was full of life, you know? Sharp, quite sharp. Would you say she had any emotional problems? Her mood could change. And, well, there was the drinking problem. When did you become aware of that? Well, she would come drunk to meetings sometimes. She would reek of the stuff. I mean, everyone knew, but nobody really said anything. So, tell me a bit about Atlas. Oh, it's just a business management training program for postgrads. And you started this after you left college? Yeah. And it's on every Friday? Yeah, well, my group isn't doing it this Friday, but one of the groups is. Okay, thanks.
Gut, wir haben erfahren, Kate hatte doch sehr wohl auch ihre Gemütsschwankungen. Einmal kam sie sogar betrunken zu einem dieser Atlaskurse. Also ja, das ist natürlich, Studenten feiern schon lang und hart. Aber relativ wenige oder nur zumindest die Hardcore-Leute kamen betrunken zur Vorlesung. Er behauptet, er hat sie das letzte Mal eben letzten Freitag beim Atlas-Meeting gesehen, danach nicht mehr. Er kennt sie erst seit 3 Monaten. Er hat sich nicht mit ihr socialized, also befreundet, außerhalb von Atlas. Also das heißt, die beiden hatten tatsächlich nur während den Vorlesungen Kontakt und seemed drunk at that often. Also sie war sogar scheinbar öfters betrunken dort. Wir sprechen ihn mal auf die Driving License an. Did you know whether Kate had lost this or not? No. No, I don't think so. Never seen it before. Gut, das können wir ihm, glaube ich, einfach so mal glauben. Also ich... Führerschein, ja, sie kennen sich seit 3 Monaten. Ich glaube nicht, aber dieses Stückchen da oben. Das ist vielleicht noch interessant. Pünktchenmuster. Sieht aus wie so ein Kinderpflaster. Ich glaube, wir sind fertig mit dem jungen Mann. Danke, Simon. We want to talk to Emma. Thank you. Probably be back later. Don't worry, it's only a few questions. Yeah. So. Was sagt denn Emma zu Simons Homebrew? Have you ever tried Simon's homebrew? Me? No. I don't like beer. I only drink wine. I can't stand spirits either. Hey, free spirits. Okay, also sie trinkt, wenn sie trinkt, dann trinkt sie lieber Wein. Sie mag kein Bier und sie mag auch keine harten Schnäpse. Bis jetzt eigentlich keine Widersprüche zu erkennen. Simon's homebrew? Box of old bottles. Das ist aber jetzt eigentlich... Ja. What's the stack of bottles outside? Oh, that's all Simon's stuff. You better ask him. I don't know. Ja, das deckt sich eigentlich auch. Screwdriver, den haben wir geklaut. Da fragen wir sie nicht. Whose is the bike outside? Oh, it's Simon's cousin's. He uses it to get to work. You know the lock's broken. Oh, I know. I keep telling him to fix it. Passt auch soweit. Naja, dann kommen wir zum Kern der Sache. When was the last time you saw Kate Vine? It was last Thursday in the college library. I saw her and we chatted for a bit. She seemed her usual self. What was her usual self? Oh, just Kate being Kate, you know, a bit wild. Wild? What way wild? Oh, she just used to question everything, you know. Have arguments with the lecturers, things like that. What else? Kate had a drink problem. How noticeable was that? Well, it wasn't at first, but as the year went on, she'd be drunk in the afternoon. But I think she cut down, you know, towards the end of college and when she started her PhD. Jo, sie behauptet ihm auch, also Kate, am Anfang war sie ganz normal, aber gegen Ende des Jahres begann sie zu trinken. Sie hat auch gerne diskutiert am College, also alles Mögliche hinterfragt und scheinbar auch ihre eigene Meinung vertreten. Und sie hat Kate das letzte Mal am Donnerstag in der Bücherei gesehen. Wir fragen sie mal nach der Driving License. Did you know whether Kate had lost this or not? I don't know, but I don't think so. Okay. Naja, ich weiß nicht, ob die Körpersprache irgendwie relevant ist. Sie hat jetzt etwas überrascht gewirkt, wie sie ihn gesehen hat. Wieso fragt er nicht, was das für ein Ding sie da ist? Man weiß es nicht genau. So, wir können das Ganze jetzt beenden oder nochmal mit Simon reden. Aber im Endeffekt, ich glaube, die
die Aussagen der beiden haben sich jetzt vorerst mal gedeckt. That's all for the moment. Thank you. Best to knock on the window for Emma. Simon always answers the front door. Ah, okay, wir können jetzt entscheiden, ob wir vorher mit Emma reden oder vorher mit Simon reden wollen. Also Simon öffnet immer die Tür und Emma ist beim Fenster. Mal sehen, was sich hier jetzt getan hat. Nicht wirklich viel. Wonder if Forensic searched the jetty by the lake. Ja, okay, wir sollten uns auf alle Fälle noch die Fundstelle ansehen. Fundstelle, ich weiß nicht, ist das der korrekte Ausdruck? Kann man das sagen? Ist das irgendwie bei einem Mordfall? Ja, Fundstelle. Into the woods. To the path to the right. Okay, ich muss erst mit der Karte vertraut werden. Path to the right oder body found. Das heißt, wir müssen eigentlich into the woods left gehen. Ich gehe mal davon aus, wir sehen in die Richtung. The right und da eher left. Ja, wir versuchen es einfach mal. Mehr als verirren können wir uns nicht. Jetty. Da stehen zwei Leute. Looks like a piece of jewelry there. Stuck between the boards. Well and truly wedged in. Ha! Zum Glück kann ich mich eigentlich so umsehen. Nein, kann ich nicht. Aber da stehen zwei Leute. Ich möchte die beiden Leute interviewen. Nicht bewegen, Polizei. Wir können doch theoretisch, wir haben ja da diesen Screwdriver geklaut. Inventory. Screwdriver. Na, alles klar, wusste ich's doch. Interesting. I thought forensics had checked the whole area. Obviously not very well. Okay. Ein Anhänger. Die Forensik war scheinbar nicht so genau, wie man meinen sollte. Ich glaube, wir sind hier fertig. Mal nachsehen. Wir haben jetzt mit Simon und Emma geredet. Wir sehen uns mal die Stelle doch an. Irgendwo muss ja the clearing. Wirkt. Da können wir auch nichts untersuchen. Schade, ich dachte, wir kommen da jetzt vielleicht zu diesen beiden, die wir vorhin gesehen haben. Left of the Junction. Oder gehen wir zu mehr Atlas. Atlas wäre eigentlich die nächste ich weiß es nicht. Post Office. Das werde ich mir überlegen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Danke fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.